Einen wunderschönen guten Abend aus Dresden. Ein ungeliebtes Dienstagsspiel zu Gast heute hier bei den Dresdner Eislöwen, der EV Landshut. Ist jetzt in Formation und die erste Möglichkeit, aber Hanusch auf Hürth, Knackstedt und Tor für Dresden! Und wieder ist es Jordan Knackstedt. Immer wieder Knackstedt auf Dresdner Seite. 13. Spiel in Folge mit einem mindestens einen Punkt von Jordan Knackstedt. 1-0 Dresden auf Vorlage von Nick Hürth. Wichtiger Save von Helenius. Ritter für Dresden mit viel Speed. War Glück, dass da Dresden im Scheibensitz bleibt. Und das Tor für Dresden! Mario Lemu zum 2:0. Hier der Pass von Toni Ritter. Alex Ehl bekommt die Scheibe da an die Schlittschuhe und damit bringt er Mario Lemu in Position und er überwindet Dimitri Petzold mit einem präzisen Schuss in den Winkel und Dresden erhöht auf 2:0. Oh, Scheibe da abgefangen, Kevin Lavalin, neutrale Zone, Mitchell auf Hürth. Und guter Save von Dimitri Petzold, der sich hier gegen Nick Hürth auszeichnet. Ja, bei mir ist jetzt Arne Opleger zum Interview. Erstmal, was ist dein Fazit zum ersten Drittel? Ich denke, dass der Spielstand von 2:0 klar geht, was wir viel gemacht haben dafür vorne. Dass wir defensiv manchmal im Aufbau noch ein bisschen Probleme haben, aber alles in allem geht das klar und ich hoffe, wir machen so weiter. Ihr habt ja schon ziemlich früh das erste Tor geschossen. Spielt es sich da ein bisschen breiter für das restliche Drittel? Na klar, wenn das Tor fällt, dann ist es immer ein bisschen befreiter, das ist ganz normal, aber wir dürfen trotzdem nichts anders machen, als wenn wir 0-0 stehen oder 1-0 oder 2-0. Deswegen machen wir genauso weiter hoffentlich. Dann macht ihr genauso weiter und viel Erfolg. Dankeschön. Fehler von Ritter, Möglichkeit jetzt für Landshut, ein wichtiger und guter Save von Rico Helenius. Fehler da, Pohl, Nachschussmöglichkeit, aber Oswald klärt vor Ritter. Ah, Scheibe im Drittel drin gehalten. Boah, wichtig, dass da Alex Dotz an die Scheibe kommt, da stand Robby Sarnik zentral ganz frei. Weit und breit kein Gegenspieler, Ritter jetzt mit der Möglichkeit auf der Gegenseite, Strafe angezeigt. Gegen Landshut. Knackstedt. Knackstedt auf Mitchell. Langer Pass auf Lemmo. Der lässt liegen für Pohl. Ah, Schuss zu zentral. Keine Probleme für Dimitri Petzold. Auf Ritter! Oh, Riesenmöglichkeit für Dresden in Person von Toni Ritter. Goldenbeck. Boah, da fällt Dotzler die Scheibe gefährlich ab. Helenius war schon in die andere Ecke unterwegs gewesen. Boah, Dotzler mit dem guten Pass auf Petr Pohl. Pohl gegen Petzold. Petzold bleibt Sieger. Ja, bei mir ist jetzt Elia Oswald zum Pauseninterview. Erstmal, was ist dein Fazit zum ersten zwei Drittel? Ja, also erste Drittel hat wahrscheinlich jeder, der hier heute im Stadion ist, gesehen, dass wir nicht so richtig dabei waren. Haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt und hatten dementsprechend auch die richtige Ansprache in der Kabine eigentlich und haben jetzt meiner Ansicht nach sehr viel Druck gemacht und hatten eigentlich auch gute Chancen.
ein bisschen ärgerlich für uns im Nachhinein, dass wir da jetzt keinen gemacht haben. Da hätte man schon mal einen mitnehmen müssen. Unser Torwart ist nach wie vor super. Die hatten auch ein, zwei gute Chancen. Im Endeffekt haben wir uns in dem Drittel nicht so viel vorzuwerfen, außer dass wir nicht reingehauen haben. Also gehen wir eigentlich auch so ins dritte Drittel und hoffen, dass wir relativ zügig mal einen reinbringen. Du hast gesagt, ihr wart im jetzigen Drittel wart ihr besser. Was gab es da für eine Ansprache? Ja, eigentlich musste sich ja jeder nur ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir waren einfach, ich will nicht sagen müde, aber wir waren einfach zu langsam. Wir haben einfach keine Zweikämpfe gewonnen. Wir sind irgendwie nur so ein bisschen hin und her gefahren. Und ich meine, Dresden war jetzt auch nicht überragend, aber die haben halt zwei Tore gemacht. Und denen laufen wir leider immer noch ein bisschen hinterher. Dankeschön. Bitte. Uli gewinnt für Dresden, Oblecker. Boah, Scheibe abgefälscht vom Knobloch. Knapp am Tor vorbei. Fischhaber. Boah, gute Möglichkeit für Stefan Kronthaler. Dotzler. Ah, da bleibt der Dresdner Spieler Dylan Mitchell auf dem Eis liegen. Nicht Dylan Mitchell, Alex Dotzler ist es natürlich. Der Check kam von Philipp Messing, also gibt es Schiedsrichter, die da Strafe geben, aber... Alex Dotzler fährt hier vom Eis durchs Bild. Scheint alles gut gegangen zu sein. Jetzt auch beide Kapitäne bei den Schiedsrichtern. Bobby Sarnik in die Rundung. Und dann kommt Zauner dazwischen, holt sich die Scheibe, fährt den Konto und macht das clever. Dreht wieder ab, nimmt wichtige Sekunden den Gästen hier von der Uhr. Oh, Lavallee mit dem Fehler. Pompey. Und Zauner korrigiert das Ganze wieder. Weirs. Wieder Weirs. Ja, und dann kommt Timo Walter dazwischen. Walter. Knobloch. Oh, Chance für Dresden in Unterzahl, aber Petzold pariert. Oh, aggressive Unterzahl von Dresden. Die lösen das bislang hier gut. 7 Sekunden noch die Strafe gegen Lemmo. Und es gibt Bulli im Drittel des EVL. Hier gerade nochmal die Chance von Tom Knobloch. Zauner mit dem langen Pass auf Knackstedt. Knackstedt und Petzold bleibt Sieger. Sarnik auf Hayes, Jeff Hayes. Und Scheibe ist nicht im Tor. Riesenchance für Landshut. Hayes gewinnt das Bulli für Landshut. Und Tor! Tor für den EVL. 2:1 nur noch. Landshut verkürzt. Ja, Scheibe noch abgefälscht von Robby Sarnik. Auf Vorlage von Dominik Bohac müsste es gewesen sein, der die Scheibe von der Bande reinbringt vor das Tor. Und Sarnik dann durch die Schoner von Rico Hellenius, der den Puck nicht mehr abwehren kann, keine Chance hat. Nur noch 2:1 bei noch 5 Minuten und 15 Sekunden, die auf der Uhr stehen. Mitchell für Dresden. Knackstedt. Oh, Scheibe noch vom Tor frei, aber dann pfeift der Hauptschiedsrichter ab. Mitchell mit dem Pass auf Hürth. Hürth jetzt im Duell gegen Petzold. Petzold bleibt erneut Sieger. Auf der Gegenseite muss Dresd jetzt aufpassen. Boah, da tankt sich Hayes durch. Kommt dann allerdings nicht zum Abschluss. Pompey.
Ah, Zauner aus dem eigenen Drittel. Oh, knapp am Tor vorbei. Es wird Icing geben. Ja, für Dresden wird jetzt wichtig sein, das Bulli zu gewinnen. Das geht allerdings an Landshut, Sarnik. Schuss kommt, Hellenius. Und jetzt die Möglichkeit, Zauner. Chance jetzt für Dresden, Mitchell. Und Tor für Dresden. Die machen hier den Deckel drauf. 3:1. Dale Mitchell, empty net. Und damit macht der Top-Torjäger der Dresdner Eislöwen auch in diesem Spiel wieder ein Tor. Steht aktuell bei 22 Saisontreffern. Ja, und Leif Karlsson muss sich auf volles Risiko gehen. Hat alles richtig gemacht. Hört gewinnt das Bulli für Dresden. Knackstedt über die Bande auf Ritter. Oh, Ritter auf Hürth und Dresden verpasst hier den vierten Treffer. Im Gegenzug Hayes, der zieht am Tor vorbei und dann ist die Begegnung vorbei. Dresden gewinnt diese richtungsweisende Begegnung gegen den direkten Konkurrenten um die Pre-Playoffs mit 3:1. Ja, Landshut hätte sich durchaus mehr verdient gehabt, nachdem sie das erste Drittel verschlafen haben und durch die Tore von Knackstedt und Lemur hier frühzeitig in Rückstand geraten sind. Ja, dem Rückstand sind sie da lange hinterhergelaufen. Sarnik hat dann verkürzt zum 2:1 und Dale Mitchell dann ins verwaiste Tor des EVL zum 3:1. Dresden nimmt diese Punkte natürlich hier gerne mit und revanchiert sich für die Niederlage am Freitag am Gutenbergweg. Er hier bekommt Timo Walter noch die Glückwünsche für seinen gestrigen Geburtstag. Ja, bester Spieler bei unseren Gästen. Ja, Entscheidung geht in Ordnung. Dimitri Petzold, klasse Einstand. Die Dresdner Stürmer sind das ein oder andere Mal an ihm verzweifelt. Also er kann noch ganz wichtig und entscheidend werden für unsere Gäste in den restlichen Spielen. Ja, und auf Dresdner Seite wird die Nummer 5, Sebastian Zauner, der zum besten Spieler geehrt wird. Ja, schauen wir ganz kurz in die anderen DL2-Arenen, bevor wir dann hier zum Schluss kommen. Bad Nauheim gegen Bietigheim ist in der Verlängerung mit 0:0. Wahnsinn, was in Kassel abgeht im Hessen-Derby. Da steht es jetzt 5:5. Weißwasser liegt gegen Freiburg 1:0. Nein, liegt nicht zurück. Die verlieren sogar 1:3. Und die anderen beiden Begegnungen nach wie vor 2:2. Ja, in der Tabelle äußert sich das wie folgt. Dresden rückt vor auf 8, kommt jetzt auf 61 Punkte. Landshut verweilt auf 11 mit deren 50. Die haben 2 Spiele weniger als Dresden, aber 11 Punkte, das ist schon mal eine Hausnummer. Und Dresden hat hier zu Hause vor allem immer konstant gepunktet. Also dürfen wir gespannt sein, wie die letzten Begegnungen in der Hauptrunde hier laufen werden. 12 Spiele. Oder 12 Spieltage sind noch für Dresden, noch 10. Ja, kurz der Blick, wie es für beide Mannschaften weitergeht. Landshut trifft am Freitag in Kassel auf die dortigen Huskies. Also nächster Auswärtsauftritt für Landshut, die nach wie vor in dieser Saison keine 3 Punkte auf fremdem Eis holen konnten. Dresden gastiert im Breisgau um 19.30 Uhr in Freiburg, bevor es dann zum nächsten Heimspiel hier am 26.01. kommt. Am Sonntag 17 Uhr dann das Rückspiel direkt an diesem Wochenende gegen die Wölfe Freiburg. Ja, bei mir ist jetzt Dimitri Petzold zum Interview. Was ist deine Spieleinschätzung? Ja, ich denke, insgesamt haben wir ab dem zweiten Drittel gut Druck aufgebaut. Jetzt sehr spätes Tor geschossen, wo wir uns noch selber die Chance gegeben haben. Dresden war heute gut von Anfang an. Ich meine, wir, nach der Anreise ist immer schwierig, das erste Drittel zu überstehen. Ja, haben wir nicht so gut gemeistert, 0-2 hinten gelegen, aber ich denke, im Großen und Ganzen geht es verdient. Es war ja heute dein erstes Spiel im Landshuter Trikot. Wie ist dein erster Eindruck vom Team?
Ja, so Jungs haben mich gut aufgenommen, unterstützt. Ja, ich habe mich wohl gefühlt. Hoffe, dass wir in der Zukunft noch viele Siege feiern werden. Dankeschön. Bitte. Ja, als nächstes ist jetzt Thomas Pimmer bei mir zum Interview. Auch an dich die Frage, wie schätzt du das Spiel ein? Erstmal war ein wichtiger Sieg. Wir haben natürlich schauen müssen, dass wir die Landshuter jetzt so weit wie möglich hinter uns lassen. Die haben zwei Spiele gut. Da müssen wir schauen, dass wir punkten. Ja, ich glaube, es war so ein typisches Dienstagsspiel. Es war sehr taktisch geprägt. Und ja, gut, wir haben das dann am Schluss gut runtergespielt, haben die Chancen oder die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und am Schluss verdient gewonnen. Ihr habt ja letzten Freitag erst gegen Landshut gespielt. Habt ihr da im Training vielleicht noch irgendwas Spezielles trainiert? Ja, die hatten ja einen neuen Trainer und wir wussten nicht wirklich, was auf uns zukommt. Haben dann ein bisschen reagieren können auf das letzte Spiel eben drauf. Ja, hatten ein bisschen mehr Input, was die jetzt machen. Und glaube, das haben wir heute gut umgesetzt. Dankeschön. Bitteschön.